stellvertretend unsere Roboterhand zur Begrüßung schütteln. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur diesjährigen Pressekonferenz von Festo live auf unserem Messestand und diesmal auf der digitalen Ausgabe der Hannover Messe 21. Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Oliver Jung, wird Ihnen berichten über die Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung und wird Ihnen natürlich auch einen Ausblick geben auf das Partnerland der Hannover Messe in diesem Jahr auf Indonesien. Anschließend wird Herr Dr. Ansgar Krivet, Vorstand Sales von Festo, Ihnen live unsere technologischen Highlights zu den Messethemen Digitalisierung, Individualisierung und Klimaschutz vorstellen. Herr Dr. Jung, um gleich einzusteigen, bitte ergreifen Sie das Wort. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich und hoffe natürlich, dass wir uns auch bald wieder persönlich treffen können und austauschen können. Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns, aber auch ein Jahr voller Chancen. Wir haben bei Festo gesehen, dass wir quasi über Nacht den Hebel auf digital umlegen konnten. Selbst Trainings- und Kundenbesuche weltweit haben wir im Lockdown durchgeführt, bis hin zum technischen Support und Fernwartung von Anlagen unserer Kunden. Wir stehen digital in den Startlöchern. Unsere Digital Customer Journey, die digitale Kundenreise, ist durchgängig. Ein Viertel unserer Geschäfte machen wir bereits mit dem Online-Business und planen, bis 2025 auf mehr als ein Drittel vom Umsatz zu kommen. Festo steht wirtschaftlich stabil da und hat sich in der Pandemie bislang gut geschlagen. Die Festo-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2020 pandemiebedingt einen Umsatzrückgang von -7,5% zu verkraften. Der Umsatz lag bei 2,84 Milliarden Euro, im Vorjahr 3,05 Milliarden. Insgesamt gelang es aber durch vorausschauende Sparmaßnahmen inklusive Beschäftigungssicherung in 2020 mit einem operativen Ergebnis leicht über Vorjahr abzuschließen. Damit haben wir unsere Belegschaft sicher durch das Krisenjahr geführt und eine gute Basis geschaffen, um wieder in der jetzt erstarkten Weltkonjunktur bereit zu sein. Das gibt uns auch den finanziellen Freiraum, in unsere Zukunft zu investieren. Unsere F&E-Quote liegt unverändert wie im Vorjahr bei 8%. Wir haben aber in den letzten Jahren nicht nur in Europa, sondern auch in den Wachstumsregionen Nordamerika und Asien kräftig investiert, was sich jetzt auszahlt. Mit dem Ansatz in der Region für die Region verfügt Festo über stabile und sichere Lieferketten, die sich auch in der Krise bewährt haben. In Nordamerika lag unser Umsatz 2020 nur knapp unter Vorjahr. Positiv entwickelte sich unser Cluster in Asien, vor allem in Greater China und auch in unserem Partnerland Indonesien sowie in Korea und Japan. Damit konnten wir die schwache Konjunktur in Europa und insgesamt die in Deutschland teilweise kompensieren. Wir setzen unsere neue Strategie 2025 mit Vollgas um. Mit unserer Strategie investieren wir in unsere Zukunft, in Wachstum und Performance, in Innovation und Zukunftsmärkte, in Digitalisierung und künstliche Intelligenz sowie in Nachhaltigkeit. Digitalisierung und KI bestimmen unsere Produktroadmap mit smarten und intelligenten Produkten und sind Enabler für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei Kundenlösungen. Wir setzen auch auf den Capability Shift, also die Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im digitalen Wandel. Mit zukunftsrelevanten Konzepten stellen wir Festo nachhaltig auf. Auch bei den Branchen sehen wir uns in unserer Ausrichtung auf Zukunftsmärkte bestätigt. Der Strukturwandel in vielen Branchen ist für uns deutlich spürbar. Besonders stark sehen wir das im traditionellen Automobilsektor. Dieser ist sehr stark rückläufig gewesen. Umgekehrt nimmt die Elektrifizierung in der Automobilbranche Fahrt auf. Bei rund 70% unserer Top-Automotive-Projekte 2020 ging es um Elektrifizierung oder Batteriefertigung. Das bietet uns für die nächsten Jahre große Wachstumschancen, sowohl im Bereich Automotive, aber auch in der Elektronik.
Das reicht von der Herstellung und Montage der Batterien über die Herstellung des elektrischen Antriebsstranges bis hin zu der Fertigung von Fahrzeugelektronik im Bereich der klassischen Fahrzeugherstellung. Die Elektrifizierung stellt auch völlig neue Anforderungen an die Mitarbeiter. Hier ist ein Qualifizierungsshift erforderlich, hin zu mehr Elektrik, Elektronik, Softwarekompetenz. Dem müssen wir uns stellen, wie viele andere Firmen auch. Genau hier setzen wir mit unserer Festo-Didaktik an. Mit Qualifizierung im gesamten Bereich der Elektrifizierung. Hier können wir nicht nur uns, sondern auch vielen anderen Firmen helfen. Damit unterstützen wir natürlich auch nachhaltig den Strukturwandel in vielen Branchen und auch insbesondere in der Automobilindustrie. Ein weiteres Wachstumsfeld für Festo ist die Elektronikindustrie. Die Elektronik hält in nahezu allen Bereichen und allen Branchen Einzug. Die Fahrzeugelektronik habe ich bereits erwähnt. Sie können sich aber fast jede andere Branche nehmen. Ob Semiconductor-Industrie, ob Consumer Electronics, ob Smartphone-Produktion, überall ist Elektronik enthalten. Wir sind hier mit Applikationslösungen breit aufgestellt. Die Elektronikindustrie hat sich auch vergleichsweise krisenfest in der Corona-Krise vergangenes Jahr gezeigt. Unser Umsatz lag hier 2020 nur knapp unter Vorjahr. Einen echten Boom erlebt unser Geschäftsfeld LiveTech mit Medizintechnik und Laborautomation. Hier haben wir Zuwachsraten von über 100%. Mit unseren Produkten leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung von Covid-19. Unsere Piezo-Ventile regeln in Beatmungsgeräten den Gasfluss. Durch die Herstellung von Atemschutzmasken in hohen Stückzahlen durch Automation in hoher Qualität hergestellt, leisten wir unseren Beitrag an dieser Stelle. Und natürlich, unsere Laborautomatisierung ermöglicht einen hohen Durchsatz bei Covid-19-Tests. Aber auch in der Impfstoffentwicklung und Herstellung ist Automatisierung der Schlüssel. Covid-19 ist nur eines von vielen Beispielen und zeigt uns, dass die Automatisierung die Voraussetzung schafft, damit wir Menschen weltweit schnell, sicher und bezahlbar in hoher medizinischer Qualität versorgen und behandeln können. Sei es bei der Arznei und Impfstoffen oder auch bei Atemschutzmasken oder medizinischem Gerät. Wir rechnen damit, dass dieser Trend zu LOHAS weiter zunehmen wird. LOHAS bedeutet Lifetime of Health and Sustainability weiter zunehmen wird. Wir werden unser Segment LiveTech daher in den nächsten Jahren weiter stark ausbauen. Als einem weltweit wichtigsten Entwicklungsstandorte für Life Science in Boston haben wir bereits 2018 ein eigenes Technical Engineering Center eröffnet und haben damit beste Voraussetzungen, um dieses vielversprechende Feld weiter für uns zu erschließen. Ein weiteres großes Wachstumsfeld ist für uns die technische Bildung. Der Bedarf an Homeschooling und virtuellem Training wächst in der Pandemie rasant. Ebenso rasant wächst die Nachfrage nach Schulungen in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Elektrifizierung. Diese Trends hat unsere Festo-Didaktik frühzeitig erkannt und bietet hierzu ein umfassendes Lernangebot, von virtuell bis zu kompletten Ausrüstungen von Trainingsequipment. Wir haben hier auch eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. Ganz besonders wichtig ist aktuell das Homeschooling. Normalerweise finden Sie Mechatronikunterrichte in Klassenräumen, in Laboren statt. Wir haben durch die Entwicklung einer Software, unsere MacLab-Plattform, 6.500 kostenlose Lizenzen für Homeschooling zur Verfügung gestellt und leisten an der Stelle unseren Beitrag. Ebenso hat unsere Sparte Didaktik im Lockdown eine digitale Lernplattform, Festo LX, für den technischen Unterricht auf den Markt gebracht. Diese digitale Lernplattform wird stark angenommen, die Learning Experience wird stark nachgefragt. Wir gehen davon aus, dass in 5 Jahren jedes zweite Training online stattfinden wird, und insofern werden wir diesen Bereich der Digital Education weiter stark ausbauen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen also, Festo ist nachhaltig und zukunftsorientiert aufgestellt. Was mich ganz besonders freut, wir sind auch intern bei unserem Thema Klimaneutralität weitergekommen. Oder anders gesagt, unserem Ziel, mindestens 30% CO2 einzusparen bis 2025. Den größten Hebel haben wir bei Klimaschutz natürlich bei unseren Produkten. Mit mehr als 90% der CO2-Emissionen bei den Kunden im Betrieb
ist es sehr entscheidend, was wir für Produkte anbieten und die passende Produktauswahl aus Pneumatik und Elektrik im Scope haben. Smarte Produkte und Services, Digitalisierung und KI geben der Energieeffizienz neue Impulse. Wir sind bei Festo davon überzeugt, gerade auch die Pneumatik hat eine Zukunft und Vorteile auch gegenüber der Elektrik. Da kommt so schnell keine andere Technologie heran, denn robust, einfach, preiswert sind in der Automatisierungsbranche sehr starke Argumente. Insbesondere bei schnellen Produktwechseln in den Anlagen erreichen unsere Kunden nur mit der preisgünstigen Pneumatik schneller ein Break-Even. Wir entwickeln das gerade in Richtung smarte und digitale Pneumatik weiter. Da steckt noch ein sehr großes Potenzial. Auch unser diesjähriges Partnerland der Hannover Messe Indonesien setzt auf eine nachhaltige Entwicklung mit Automation und Bildung. Und hier ist Festo das einzige Unternehmen, das sowohl in der Automation als auch mit technischen Trainings flankierend entwickelt und bei der Implementierung hilft. Seit mehr als 30 Jahren sind wir mit einer eigenen Landesgesellschaft in Indonesien und unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit aller heimischen Industriebranchen, sei es Nahrungsmittel oder Automobil, Textil, Pharmazie oder auch Elektronik. Wir sind dabei ein starker Partner im Rahmen des Regierungsprogrammes Making Indonesia 4.0. Eine Schlüsselrolle spielt die Qualifizierung von Lehrern an Hochschulen und Berufsschulen durch unsere Festo-Didaktik. Unsere indonesischen Kolleginnen und Kollegen haben sich für die Messe ein ganz besonderes Highlight vorbereitet. Sie haben das traditionelle indonesische Musikinstrument Anklung nachgebaut. Angetrieben von einem Festo-pneumatischen Muskel und durch unsere Schnellschaltventile mit einer Steuerung versehen, sind wir in der Lage, ganze Melodien zu spielen. Das werde ich am Ende unserer Vorträge live vorführen. Ich komme jetzt zum Ausblick für 2021. Wir sehen 2021 als ein Aufholjahr. Wir haben ein sehr starkes erstes Quartal erlebt und ich darf an dieser Stelle sagen, ich sehe das sehr optimistisch, dass sich das fortsetzt. Gute Impulse erhalten wir aus der Elektronikindustrie aus Asien, insbesondere auch wieder aus China. Auch viele andere asiatische Märkte erholen sich schneller von der Pandemie als der Rest der Welt. Aber auch Amerika ist auf einem guten Weg und ebenso auch unser Bildungsgeschäft. Der Automotive-Sektor wird sich aus unserer Sicht erholen, mit E-Mobilität weiter durchstarten. Auch der Live-Tech-Boom hält weiter an mit Wachstumsraten von über 100%. Dennoch ist das Pandemieende nicht abschätzbar und wir werden unseren Vorsichtskurs auch in 2021 fortsetzen. Gleichzeitig investieren wir weiter und setzen unsere Wachstums- und Innovationsstrategie 2025 mit Vollgas um. Das gilt auch für unsere Future-Concepts mit Bionik-Projekten. Sie sehen hier eine unserer bionischen Schwalben. Unsere Bionic Swifts zeichnet sich aus durch Energieeffizienz, federleichtes Gewicht, Funktionsintegration, höchste Steuerungstechnik, High-End-Technologie. Wie Sie sehen, sind die Geflügel aus echtem Carbon, Vögeln nachempfunden und ganz entscheidend für die agilen Flugmanöver. Mehr dazu erfahren Sie im Anschluss an unsere Pressekonferenz in unserem Fachvortrag Bionik meiner Kollegin Frau von Häfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Dr. Jung. Ja, meine Damen und Herren, es gibt heute Nachmittag um 14.30 Uhr einen Bionik-Vortrag, in dem auf der Hannover Messe der Digital Edition hier eine Live-Präsentation geboten wird. Das wird sicherlich für Sie sehr spannend sein. Jetzt übergebe ich, wie jedes Jahr, an den Vertriebsvorstand, Herr Dr. Krivet, und er wird Sie jetzt ein wenig über den Messestand führen. Bitte, Herr Dr. Krivet, nehmen Sie das Wort. Dankeschön, Herr Dr. Fronzek. Ja, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Die Corona-Pandemie hat uns jetzt ja seit über einem Jahr als Individuen fest im Griff. Und auch die industrielle Produktion leidet seit dieser Zeit unter erheblichen Herausforderungen und Einschränkungen. Denken Sie zu Beginn der Pandemie vor über einem Jahr an die plötzliche Notwendigkeit, Hygienekonzepte umzusetzen. Plötzlich brauchte man Abstandsregeln. Teilweise mussten Arbeitsabläufe neu strukturiert werden. Man brauchte Schichtentrennung. Man musste die Versorgung der Mitarbeiter aus der Kantine neu regeln. Gleichzeitig kam es zu einem riesigen
ungeplanten Bedarf an einzelnen Produkten, zum Beispiel in der Medizintechnik. Da war am Anfang der Pandemie das Thema Beatmungstechnik. Es gab plötzlich einen ganz großen Bedarf an sauerstoffgeeigneten Ventilen, an Präzisionsdruckreglern und an Steuerungen für die Atemtechnik. Dann kam das Thema der Schutzmasken und aktuell natürlich die Produktion von Testsets und auch von Impfstoffen. Vesto war bei all diesen Themen eng beteiligt. Wir haben zu Beginn der Pandemie, am Anfang der ersten Welle, mit Instituten und Unternehmen gemeinsam preiswerte, schnell verfügbare Notfallbeatmungstechnik für die Notfallkrankenhäuser entwickelt. Haben dann mit Maschinenbauern zusammen Atemschutztechnik entwickelt. Zum Beispiel haben wir mit einem Berliner Maschinenbauer zusammen eine komplette Produktionsanlage für Schutzmasken in einen Überseecontainer integriert, damit der Container zum Einsatzort transportiert werden kann und dort sofort losproduzieren kann. Und aktuell arbeiten wir mit unserer Laborautomation intensiv mit Herstellern von Testkits und auch von Impfstoffen zusammen. Zum Beispiel mit der Firma BioNTech arbeiten wir. Wir haben deren Produktionseinrichtungen optimiert, mit neuem Equipment ausgestattet, um einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb bei hoher Produktionsleistung sicherzustellen. Sie sehen, das Thema Automatisierung ist extrem wichtig für die Sicherstellung einer Zuverlässigkeit auch unter solchen Extrembedingungen. Also Automatisierung wirkt wie ein Impfstoff für die industrielle Produktion, macht sie zuverlässiger und robuster. Stichwort robuster. In vielen europäischen Unternehmen ist während der Pandemie die Verletzlichkeit ihrer globalen Lieferketten bewusst geworden. In Indien schließt ein Sub-Sub-Lieferant aufgrund des Lockdowns oder es gibt Probleme in der Verfügbarkeit von Containern und daraufhin steht in Europa ein Produktionswerk. Und viele dieser Unternehmen überlegen sich jetzt, Produktion zurückzuholen nach Europa, um dadurch die Lieferketten wieder zu verkürzen und robuster zu machen. Das geht natürlich auch nur mit Automatisierung, denn man will natürlich auch aus einem europäischen Hochlohnstandort wettbewerbsfähig global produzieren können. Auch hier spielt also Automatisierung eine entscheidende Rolle. Wir haben bei der Firma Vesto dieses Prinzip übrigens schon seit vielen Jahren. Wir nennen das Local für Local und wir bemühen uns, in jeder der großen Weltregionen, also in Asien, Amerikas und Europa, in etwa so viel zu produzieren, wie wir in diesem Markt auch absetzen. Das hat neben der Robustheit der Lieferketten viele Vorteile. Also Geschwindigkeit zum Beispiel. Unsere Kunden fordern von uns kurze Lieferzeiten und das geht natürlich viel schneller, wenn ich auch direkt vor Ort produziere. Oder auch das Thema der Kostenreduzierung durch geringere Transportkosten und geringere Einfuhrzölle. Und natürlich auch der Umstand, dass wenn wir in dem Land produzieren, wir unabhängig von Währungsschwankungen sind, weil wir sozusagen in derselben Währung produzieren und auch verkaufen. Das sind also alles Themen, die für uns dieses Thema Local für Local stark befördert haben. Ein Trend, den wir in der Corona-Pandemie derzeit beobachten, ist eine stärkere Flexibilisierung der Anlagen. Und ich denke, das kommt aus dem Wunsch der Menschen, der Individuen, jetzt gerade auch in den langen Phasen des Lockdowns, ihre Individualität immer stärker zu betonen. Das zeigen sie auch in ihrem Kaufverhalten. Das Produkt von der Stange ist nicht mehr gefragt. Jeder will jetzt das für ihn genau passende, individuelle, konfigurierte Produkt. Das muss aber trotzdem wettbewerbsfähig automatisiert hergestellt werden können. Und das erfordert eine ganz große Flexibilität der Produktionstechnik. Und das ist ein Thema, wo wir uns bei Vesto gut auskennen. Und deshalb zeigen wir auch auf der Hannover Messe hier an unserem Productivity Master, wie effiziente Produktion in geringen Stückzahlen, also in geringen Losgrößen, trotzdem effizient funktionieren kann. Und wir demonstrieren das am Beispiel von USB-Sticks. Der Kunde hat also die Möglichkeit, seinen USB-Stick individuell zu konfigurieren. Er gibt seine persönlichen Daten ein. Die werden natürlich nach Erfordernissen des deutschen Datenschutzgesetzes in der Cloud abgespeichert. Und dann werden die genutzt, um diesen USB-Stick individuell nach seinen Bedürfnissen zu konfigurieren. Und natürlich auch mit den Daten zu bespielen, die der Kunde sich dafür gewünscht hat. Und die Forderung, die dabei entsteht, ist, dass auch diese Produktion zu ganz geringen Losgrößen immer noch wirtschaftlich und wettbewerbsfähig sein muss. Vesto setzt hier sein gesamtes Spektrum an elektrischer und pneumatischer Automatisierungstechnik ein und demonstriert damit, dass eben effiziente Produktion auch bei kleinsten Losgrößen möglich ist. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass unsere Kunden in dieser Phase der Pandemie das Thema ökologisches Bewusstsein neu entdeckt haben. Also die Verletzlichkeit unserer Ökosysteme ist unseren Kunden stärker bewusst geworden.
Und die fragen uns heute stärker nach dem ökologischen Fußabdruck und danach, was wir tun können, um den Energieverbrauch ihrer Anlagen zu reduzieren. Und das ist für Festo ein ganz wichtiges Thema. Das hat natürlich zunächst mal was mit dem Energieverbrauch unserer Produkte zu tun. Wir arbeiten also an der Steigerung des Wirkungsgrades unserer Servomotoren oder an der Reduzierung des Luftverbrauchs von pneumatischen Subsystemen. Aber es hat auch ganz viel zu tun mit dem Thema der richtigen Produktauswahl. Und dazu haben wir sowohl ein Beratungsangebot als auch für bestehende Anlagen ein Serviceangebot für unsere Kunden. Und aktuell arbeiten wir an dem Thema einer Softwarelösung. Da kann der Kunde ganz einfach seine Bewegungsaufgabe eingeben und hat dann die Möglichkeit, unterschiedliche Lösungen sich anzuschauen. Die Software schlägt ihm also elektrische und pneumatische Realisierung seiner Bewegungsaufgabe vor. Und der Kunde erkennt dann sowohl die wirtschaftlichen Folgen, also die Kosten über den Gesamtlebenszyklus, aber auch die ökologischen Auswirkungen, also den CO2-Footprint dieser Lösung über den gesamten Produktlebenszyklus. Und kann dann qualifizierter entscheiden, was für ihn und für seine Anwendung die beste Lösung ist. Eine der Konsequenzen dieser stärkeren ökologischen Orientierung ist sicherlich auch das Thema Elektromobilität. Wir haben das bei Festo ganz deutlich gespürt. Im letzten Jahr waren über 70% unserer großen Automobilprojekte hatten zu tun mit dem Thema Elektromobilität. Und Elektromobilität ist eine Technologie, die natürlich die Fertigung in der Automobilfabrik deutlich verändert. In der Vergangenheit standen da große Zerspannungsanlagen für Motorgehäuse und für Getriebeblöcke. Und heute geht es plötzlich um elektrochemische Prozesse, mit denen Batteriezellen gefertigt werden. Oder elektrische und elektronische Montageprozesse, mit denen dann die Zellen montiert werden zu Packs oder auch die Motoren installiert werden und die Hochspannungsleitungen im Auto verlegt werden. Nehmen wir hier mal als Beispiel so eine Batteriezelle. So eine Batteriezelle ist zunächst mal eine wertvolle Komponente. Also wir wissen, dass bei einem Elektrofahrzeug ist ja die Batterie der größte Kostenfaktor. Und das führt letztlich dazu, dass man damit auch ganz vorsichtig und behutsam umgehen muss. Um Ihnen da ein Beispiel zu geben, ein Greifer von Festo, der mit solchen Batteriezellen umgeht und die eben montiert, der bewegt pro Jahr ein Warenvolumen von über 240 Millionen Euro. Und da ist natürlich klar, dass man da auf höchste Zuverlässigkeit und Prozessstabilität achten muss. Es gibt auch andere Anforderungen, zum Beispiel in der Zellenfertigung die Notwendigkeit, auf Buntmetalle zu verzichten. So hat Festo einen großen Teil seines Produktportfolios für die Batterieproduktion optimiert, um eben auch dafür das perfekte und passende Angebot zu haben. All diese technologischen Entwicklungen, meine Damen und Herren, erfordern eine Weiterentwicklung auch unserer Mitarbeiter. Also wir müssen investieren in die Qualifizierung und in das lebenslange Lernen unserer Mitarbeiter. Das liegt uns bei Festo ja ganz besonders am Herzen. Sie wissen das, die Festo Didaktik ist der weltweite Marktführer im Bereich der industriellen Aus- und Weiterbildung. Und wir haben jetzt gerade in den Zeiten von Corona haben wir eine neue digitale Lernplattform ins Leben gerufen, die sogenannte Festo Learning Experience oder LX-Plattform. Das ist eine Plattform, in der wir unser gesamtes Automatisierungswissen zur Verfügung stellen und damit den Kunden auch die Möglichkeit geben, entweder im rein virtuellen Raum oder auch in der Kombination von virtuellen und realen Formaten das Automatisierungswissen von Festo zu nutzen. Meine Damen und Herren, ich fasse nochmal zusammen. Die Corona-Pandemie, die ist für produzierende Unternehmen wie auch für uns bei Festo auf der einen Seite eine große Herausforderung, aber auch eine Riesenchance, der wir uns gestellt haben und von der wir aktuell sehr stark profitieren. Die Herausforderungen durch große Volumina, flexible Produktion und einen stärkeren Fokus auf ökologische Produktgestaltung haben wir aufgenommen und unterstützen unsere Kunden dabei, die Produktivität ihrer Anlagen weiter zu steigern. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei auch die Qualifizierung der Mitarbeiter, denn ohne qualifizierte Mitarbeiter ist Produktivitätsfortschritt nicht denkbar. Es wird jetzt die Vorführung des Anklungs live erfolgen und Herr Dr. Jung wird Ihnen jetzt dieses indonesische Musikinstrument vorstellen. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen hier ein indonesisches Angklung, was ich Ihnen zum Schluss unserer Pressekonferenz noch vorstellen möchte. Ein Angklung ist ein indonesisches traditionelles Musikinstrument. Sie sehen hier oben aus Bambus geschnitzte Pfeifen, die einen Klöppel innen drin haben und erzeugen jeweils einen eigenständigen Ton. Traditionell hält eine Person eine Pfeife und mehrere Personen in einer Reihe mit unterschiedlichen Tönen sind in der Lage, eine Melodie zu spielen.
Jetzt haben sich unsere indonesischen Kollegen die Freiheit genommen, dieses traditionelle Musikinstrument mit Festo-Technologie zu automatisieren. Sie sehen hier unten Schnellschaltventile. Sie sehen innerhalb des Gerätes Festo-pneumatische Muskeln und natürlich Steuerungseinheiten inklusive elektrisch angetriebener Motorik. Und wir haben uns entschieden, Ihnen das Lied Sehnsucht nach dem Frühling vorzuspielen von Wolfgang Amadeus Mozart. Viel Vergnügen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Jung, für die Präsentation. Herr Dr. Grivet, für Ihre Ausführungen auf unserer virtuellen Messe hier in Esslingen für die Hannover Messe Digital für diese Woche der Hannover Messe. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen in diesen Tagen bleiben Sie gesund und bleiben Sie festo gewogen.